Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: Simone Thomalas Ex Silvio Heinevetter wurde mit neuer Frau gesichtet, plus, Kathy Hummels macht ihren Fans eine deutliche Ansage, plus, Moritz bleibt treu, verrät sein Liebesgeheimnis. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 25. Januar 2023. Silvio Heinevetter. Simone Thomalas Ex wurde mit neuer Frau gesichtet. Nach 12 Beziehungsjahren gaben Silvio Heinevetter, 38, und Schauspielerin Simone Thomala, 57, im September 2021 ihre Trennung bekannt. Die Schauspielerin ist wieder neu vergeben, an Event-DJ Nicolino Hermano. Der Handballtorwart erschien nun mit einer neuen Frau an seiner Seite in der Öffentlichkeit. Zur Spendengala der Matthias Ginter Stiftung im Freiburger Europapark Stadion am 17. Januar kam Silvio Heinevetter nicht alleine. Über den roten Teppich der Charity Night, bei der Spenden für geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Raum Freiburg gesammelt wurden, lief der Profisportler mit einer unbekannten Frau. Laut Fotoagentur Picture Alliance trägt sie den Namen Antonia Alberding. Kathy Hummels macht ihren Fans eine deutliche Ansage. In den vergangenen Tagen hat sich Kathy Hummels, 34, auf ihrem Instagram-Account äußerst sinnlich gezeigt. Sie postete ein Video, in dem sie ein Bad nimmt, lediglich Rosenblätter verhüllen ihre Brüste. In der Kommentarspalte zeichnete sich schnell ab, dass einige FollowerInnen den Beitrag nicht gutheißen. Ihre Nacktheit wurde von vielen als unnötig bezeichnet. Jetzt bezieht die Moderatorin Stellung und macht ihrem Ärger über die kritischen Nachrichten Luft. Warum zeigt sich eine erfolgreiche Mutter sexy? Eine sehr häufig an mich gestellte Frage der letzten Tage, beginnt sie und fügt hinzu: Ich verstehe sie nicht ganz, denn was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist es tatsächlich unseriös, wenn man erfolgreich ist, sich im Bikini zu zeigen? Es beschämend als Mutter seinen eigenen Körper zu lieben? Ist Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Körperliebe nicht unabhängig von all den gesellschaftlich auferlegten Normen? Find ich schon. Zick, weiter betont die Ex-Frau von Mats Hummels, 34, dass sie niemals Mainstream sein und auch noch als Oma im Bikini am Meer tanzen und in Rosen baden werde. Was ist falsch daran? Nichts. Und unseriös ist es schon gar nicht. Wenn etwas daneben ist, dann manche Kommentare von unzufriedenen Menschen, schreibt sie schließlich. Damit hat sie ihre Meinung mehr als deutlich gemacht. Ihre Kolleginnen Evelyn Bodecki, 34, Mareile Höppner, 45, und Sylvie Mais, 44, bringen ihre Begeisterung für Kathys Worte mit verschiedenen Emojis zum Ausdruck.